Also ich mache der Elisa jetzt einen Fingerkuppenverband, weil sie sich an der Fingerkuppe verletzt hat. Der Nagel ist zum Beispiel eingerissen oder sie hat sich geschnitten nach vorne. Und ein normales Pflaster würde ja wegrutschen. Deswegen macht man eben diesen speziellen Fingerkuppenverband. Dazu nehme ich dieses Pflaster hier. Man kann es auch für kleinere Finger zurechtschneiden, ein bisschen kürzen. Ich lasse es jetzt einfach so groß. Schneide hier einmal ein Dreieck raus. Parallel dazu auf der anderen Seite auch. No. So. Dann wird das Pflaster aufgemacht. Man sollte nicht auf den sterilen Teil da vorne langen, wie ich jetzt aus Versehen mache. Das Pflaster ist nicht so geil dafür. No. So. Da unten kann ich es abziehen. Ist auch nicht schlimm, wenn ich da drauf lang. Und mache hier unten einmal fest. So. Jetzt ziehe ich es da oben auch ab. Einmal rum. Und der Finger ist super eingepackt. Super, wunderbar. Ihr seid beim Roten Kreuz dabei? Richtig. Was macht ihr so bei uns? Die Elisa ist Kreisjugendleitung bei uns im Kreisverband Tauberbischofsheim, also ganz aus Süden Baden-Württemberg. Ich bin ehemalige Gruppenleitung, musste das, weil ich gerade Abi mache, ein bisschen zurückstellen. Und ja, unterstützt viel auf Kreisebene. Wir planen gerade ein Pfingstzeltlager in den Pfingstferien, so eine Art Jugendfreizeit und haben viele Projekte am Laufen. Super. Dann seid ihr doch die besten Ansprechpartner, um uns den Begriff Ehrenamt zu erklären, oder? Ehrenamt. Ehrenamt ist was Freiwilliges. In unseren Leitsätzen haben wir auch den Leitsatz Freiwilligkeit drin, neben der Menschlichkeit zum Beispiel. Ehrenamt bedeutet, sich für andere einzusetzen, ganz im Sinne von der Demokratie. Also, dass ich was für andere tue, dass ich das freiwillig tue, dass ich das ohne Gewinnstreben tue. Einfach, man hat Spaß dabei. Es ist eine Herzensangelegenheit zu helfen und sich für andere einzusetzen. Liegt einem am Herzensrote Kreuz. Super, das war die perfekte Erklärung. Okay. Vielen Dank.